herzlich willkommen zu unserer heutigen Touri-Ausfahrt. Wir fahren heute nach Yangzhou oder so, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, und machen da eine kleine Flusstour. Und wir haben auch unser Gepäck dabei, zumindest teilweise, weil wir uns auch eine Nacht in dem Ort gönnen. Genau, aber noch was, der Linju, unser Host, mit dem hatten wir eigentlich nur 2 Nächte verabredet. Jetzt waren wir schon 3 bei ihm und wir konnten sogar unser restliches Gepäck bei ihm lassen. Und total cool, er hat uns auch einen Schlüssel mitgegeben, obwohl er noch nicht mal zu Hause schläft, wenn wir zurückkommen, der ist da gar nicht da. Wir können dann trotzdem bei ihm in der Wohnung bleiben und dann treffen wir uns einen Tag später wieder bei ihm. Ja, also total nett. Ja. Nach 1,5 Stunden Busfahrt sind wir jetzt hier am Hafen angekommen. Da unten steigen wir dann gleich aufs Floß. Und von den 1,5 Stunden hat die Reiseleiterin mindestens eine Stunde nur gelabert in Englisch und Chinesisch, was wir machen müssen, was wir beachten müssen. Ja, wer soll sich das alles merken? Aber ich glaube, am Ende ergibt sich eher alles von selbst. Wir werden hier belagert von Verkäufern, die einem allen möglichen Kram andrehen wollen. Und wir gucken es uns noch nicht mal an, sagen die ganze Zeit nur nein und dann nennen sie ihren Preis. Dann sagen wir nein, wir wollen es nicht, wir brauchen es nicht. Und dann gehen sie immer weiter mit dem Preis. Dann sagen wir, nee, es hat nichts mit dem Preis zu tun. Wir wollen es einfach nicht, aber die verstehen es nicht. Und es kommen die ganze Zeit neue und die haben wieder alle den gleichen Kram. So, wir steigen jetzt zusammen mit 2 Italienern auf eins dieser tausenden Bambusbooten, von denen ich gar nicht glauben kann, dass sie wirklich aus Bambus sind. Und dann fahren wir hier diesen Lee River entlang. Sieht von der Umgebung hier schon mal extrem schön aus. Bis auf die kleine Nebensächlichkeit, dass hier halt überall Boote sind. Aber es sieht bestimmt cool aus von der Natur. Ja. Ja. So, die Fahrt startet jetzt. Es geht los. Oder auch nicht. Unser Boot hat wohl eine kleine Panne und er versucht es im Moment zu reparieren. Und wir versuchen zu starten, aber der Motor springt nicht an. Mal gucken, wie lange das dauert und ob wir dann eventuell noch das Boot wechseln müssen. Wir haben jetzt ein neues Boot und jetzt geht's los, der Motor läuft. Ja, wir glauben ja mittlerweile, dass wir richtig Glück hatten, dass der Motor nicht angesprungen ist, weil jetzt sind wir fast alleine auf dem Fluss, also hier sind immer so viele Boote außen rum. Und am Anfang, als sie alle auf einmal losgefahren sind, war halt richtig viel los. Von der Landschaft ist es hier wirklich ultra schön. Aber es schwimmt auch wieder ein bisschen viel Müll im Wasser, muss man sagen. Bootsfahrt ist rum nach knapp einer Stunde Fahrt und wir müssen jetzt hier so ein kleines Elektroauto nehmen, um wieder zum Bus zu kommen und der bringt uns dann in der Stadt, in der wir dann auch noch eine Nacht lang bleiben. Ja, die Bootsfahrt war an sich eigentlich sehr, sehr schön, aber es war halt kein klassisches Bambusboot, sondern eins aus Plastik. Das wussten wir vorher nicht, das fanden wir jetzt nicht so cool. Aber von der Landschaft her wirklich schön. Wir werden jetzt mit diesem kleinen elektrischen Auto zum Bus gebracht und der Bus wiederum bringt uns dann zu unserem Zielort Yangzhou, wo wir auch übernachten. Der Bus hat uns jetzt in Yangzhou oder wie es heißt rausgeworfen und hier bleiben wir für ihn nachts und wenn man jetzt mal sieht, was so das offizielle Rahmenprogramm war, das war ja eigentlich nur die einstündige Floßfahrt und dann halt noch ein bisschen Transport, dann finde ich, war das Ganze dafür ganz schön teuer, oder? Was meinst du? Ja.
Von der Landschaft her war es ziemlich schön und deshalb machen wir heute mal wieder eine Bewertung seit langem. Von mir würde es 3 von 5 Globen geben. Von dir? Von mir auch 3 Globen. Okay. Wir sind jetzt in dieser berühmten West Street von Yangshuo angekommen. Die wurde hauptsächlich für Touristen erbaut. Hier gibt es halt einen Haufen Restaurants, Geschäfte, Bars, Pubs und so weiter. Und wir schlendern jetzt einfach mal durch, gucken, ob uns irgendwas gefällt. Vielleicht essen wir noch was und machen uns dann später auf den Weg zu unserem Hostel, das in der schönen Landschaft liegt und nicht hier in der West Street. Und was sagt ihr? Haben sie doch schön gemacht, die Chinesen, oder? Sieht echt cool aus. Und falls ihr China übrigens interessant findet, aber nicht herkommen wollt wegen dem Essen, keine Sorge, McDonald's gibt es hier an jeder Ecke. Hallo Bier! Und hier gibt es ja einige deutsche Bierbrauereien und Biergärten und so ein Kram. Und hier haben die sogar Dirndl an. Total verrückt, Chinesin mit Dirndl. Hier neben der Janina. Ich bin jetzt hier gerade am Fluss und mache eine Timelapse, während ich auf die Janina warte. Die ist nochmal losgegangen, um uns ein Eis zu holen oder ein Mango-Slush oder sonst irgendwas Leckeres, Kaltes. Und wir nutzen ja jedes Verkehrsmittel. Hauptsache billig, gell? Ja. Schaut mal, wir sind in der Natur angekommen. Hier ist es überall grün, tolle Berge und wir haben heute Nacht hier inmitten dieser Landschaft ein schönes Hostel. Ja, und jetzt gucken wir uns noch den Sonnenuntergang an und genießen die Natur hier in China, abgelegen von den ganzen Großstädten. Ja. Von der Unterkunft haben wir uns diese Mountainbikes geliehen und sind jetzt noch ein bisschen rumgefahren und ja, hatten uns gerade den Sonnenuntergang angeguckt, das haben wir ja gerade schon gesagt. Ja, und jetzt genießen wir noch ein bisschen hier die Zeit und dann essen wir noch was in unserem Hostel. Es ist echt schade, dass wir hier nicht noch mehr Zeit eingeplant haben. Deshalb wollen wir morgen auf jeden Fall den Tag hier noch nutzen und genießen jetzt wirklich die Zeit. Und für alle die, die Richtung Guilin reisen, ein Abstecher nach Yangshuo ist auf jeden Fall ein Muss. Wir empfehlen es, auch mehrere Tage hier zu bleiben, weil es ist echt so schön mit dem Fluss und den Bergen. Wir laufen hier so gerade ganz gemütlich und idyllisch am Fluss entlang und auf einmal fängt es an zu prasseln, Enten und Vögel fliegen in die Luft und sind wir noch ein paar Meter weiter gelaufen, auf einmal kam eine riesige Rauchwolke und dieses Prasseln hat alles nicht aufgehört und es hat sich angehört, als wäre da, was weiß ich, eine Lagerhalle mit Feuerwerk oder so, was da gelagert wurde, abgebrannt, aber keine Ahnung, was das war. Die
Bootsfahrer hier haben auch ganz erschrocken geguckt. Also auch für die war das nicht normal. Seht ihr das Loch hier im Berg? Das ist der Moon Hill. Der heißt so, weil das durch das Loch aussieht wie der Mond. Und wir sind jetzt gerade schon vom Hostel aus knapp zwischen 9 und 10 Kilometern hierher gelaufen. Die haben schon gemeint, wir spinnen bei den Temperaturen. Es hat irgendwo um die 35 Grad. Und jetzt laufen wir noch da hoch, gucken uns das da mal an. Und ja, mehr ist eigentlich nicht geplant. Das ist jetzt zwar weder der höchste Berg noch der anstrengendste Weg, den wir je laufen, aber wir sind so platt, ey. Einfach wegen der Hitze und weil wir halt schon so weit hierher gelaufen sind. Aber wir haben gerade welche getroffen, die haben gemeint, es wäre nicht mehr so weit. Ja, es ist so heiß, man fühlt sich echt, als würde man mit den Klamotten in die Sauna gehen. So ungefähr, ja. Man ist klatschnass, das ist so krass. Schon geschafft. Geschafft. Hier hinter uns seht ihr jetzt den Ausblick von hier oben und direkt über uns oder ein paar Meter hinter uns ist, beziehungsweise hinter euch sozusagen, hinter der Kamera ist der Torbogen. Wir laufen jetzt auch mal noch in die andere Richtung, weil wir hoffen, dass da der Ausblick irgendwie auf den Fluss führt, dass man da noch ein paar Berge und den Fluss eben sehen kann. Aber das sind jetzt halt auch noch mal ein paar Meter zu laufen. Deshalb haben wir jetzt gerade eine kurze Pause gemacht und jetzt geht's weiter. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, deshalb beenden wir jetzt diesen Vlog. Unser letzter China-Vlog. Ja, verabschieden uns aus echt, China. Ja, krass, wie schnell die Zeit rumging, aber es war echt cool. Uns hat es total gut gefallen. Ja, und wir bringen vielleicht noch so einen Vlog, so eine Art Zusammenfassung raus, wie es uns denn gefallen hat, ein paar Tipps und Eindrücke und dies Kosten, und das. Wie wir von A nach B gekommen sind. Aber auf jeden Fall ist es eine Reise wert. Und ja, am Montag fliegen wir in unser nächstes Land. Da haben wir gestern einen Flug gebucht und es geht nach Malaysia. Aber ich glaube, das haben wir gestern schon gesagt. Haben wir schon gesagt. Video, ja. Macht nichts. Auf jeden Fall lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch die Natur von China genauso überrascht und beeindruckt hat wie uns auch. Und auch auf jeden Fall ein Abo, damit ihr mit uns weiter nach Malaysia reist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Land. Dort, bis dann. Ciao.